Wir grüßen euch, Leute. Ich fahre heute die neue 96 Duke 5. Ich hatte heute einen Termin bei meinem KTM-Händler des Vertrauens und habe mir die Probefahrt der neuen 96 Duke 5, die 2016er, gebucht. Das ist die erste Probefahrt des Bikes selbst. Das Bike hat noch 0 Kilometer drauf gehabt. Was sofort positiv auffällt, ist der Motor gegenüber meiner alten 96. Der ist so gut wie ohne Vibrationen. Wo meine bei ca. 3000 Umdrehungen rumjuckert, spürt man hier fast gar nichts. Also Wahnsinn. Die Reifen sind nagelneu, also muss ich wirklich aufpassen damit. Diese Version hat keine Traktionskontrolle, das kann man extra dazu kaufen. Sollte ca. zwischen 280 und 300 Euro ca. kosten. Ja, der Chris ist auch mit dabei. Ja, ich muss sagen, das Display überzeugt mich auch sehr. Da haben sie wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Das ist Wahnsinn. Das ist, kann man mit der 96 Duke 4, mit meiner ehemaligen, das ist über 2014er, ich glaube, das kann man so gut wie nicht mehr vergleichen. Leider können wir das Teil nicht auf der Landstraße bewegen, sondern nur hier in der Stadt in Graz. Das ist schade, weil das Teil gehört definitiv auf die Landstraße. Hat definitiv ordentlich Schmalz. Und die Beschleunigung fängt an zu vibrieren, aber das ist nichts im Vergleich zu der alten Duke 4. Also, die haben den einerseits so entschärft, gleichzeitig scheinbar aber auch wirklich kraftvoll gemacht. Das klappt wirklich nicht. Die lässt sich sogar wirklich unterdurig, dort wo die alte so gut wie gar nicht gut funktioniert hat, kann man die plötzlich so sachte fahren. Der Sound ist dumpfer geworden. Aber es klingt definitiv besser, auch mit Serieneintopf, gegenüber der alten. Ja, es war eigentlich meine Hoffnung, dass das Bike zumindest ein bisschen schon gefahren worden ist, dass ich nicht die ersten Meter schon damit zurücklegen muss. Aber so muss ich halt einfach etwas vorsichtiger sein mit diesem Reifen. Also man merkt definitiv, dass da eine zweite Ausgleichswelle verbaut worden ist im Motor. Die Bremsen funktionieren noch nicht so gut, sind halt nagelneu, aber greifen schon etwas besser als wie beim Losfahren, wo sie so gut wie gar nichts gegriffen haben. Ist aber ganz normal. Sonst ist dieser Druckpunkt ist wirklich nice. Die Kupplung lässt sich so verdammt einfach betätigen. Der ist ein Federgewicht und das ist einfach das, das hat mir damals auf meiner 96 auch schon gefallen, dass du die Kupplung so spielend einfach betätigen kannst. Mit einer hydraulischen Magura-Kupplung, also eine hydraulisch unterstützte. Anfangs hatte ich ziemliche Schwierigkeiten drauf zu sitzen, weil das so verdammt ungewohnt war, aber jetzt mittlerweile das Bike lernt man so spielend einfach. Also auf jeden Fall, ihr müsst das Teil selber Probe fahren, dass ihr das einfach merkt. Also vor allem, wenn ihr einen alten 96 oder 640 Eintrender gefahren seid, müsst ihr das unbedingt ausprobieren, wie sanft das gemacht worden ist. Aber man hat gleichzeitig das Gefühl, dass es trotzdem gleich viel Spaß macht und gleich viel Stärke, wenn nicht sogar stärker, sich anfühlt. Leistung hat ca. 73 PS, ist auf jeden Fall schon mal ein klasse Fortschritt. Also der ist ruhiger, stärker geworden und es hat unglaublich ein handliches Bike. Es kommt einem nicht einmal vor, dass der überhaupt 160 Kilogramm hat. Ja, das ist ziemlich warm, hey. 23,5 Grad laut Bordcomputer.
Das Display gefällt mir, muss ich sagen, wirklich gut. Das kann man definitiv so lassen. Die Drehtüranzeige ist vielleicht etwas ungenau, aber reagiert verdammt schnell und also sie springt lediglich ein bisschen auf und ab, aber das dürfte kein Problem sein. Wir sind gut auf dem Parkplatz stehen geblieben, da habe ich die Freundin ein bisschen fahren lassen und wir sind wirklich sehr positiv gestimmt auf die neue 96 Duke. Das ist wirklich eine Hausnummer, was sie da verändert haben und aber immer noch ein Single ist, immer noch genug Schmolz hat. Also ihr müsst euch eine Probe fahren und ich denke, das dürfte als A2-Bike auch eine perfekte Wahl sein. Ich denke, die dürfte nämlich mit 48 PS auch schon ziemlich gut gehen und dann hat man dann zumindest gleich die Möglichkeit, sich darauf zu freuen, wenn sie dann offen ist mit 73 PS. Die Steuerung ist wie auf der 1290, nur haben die Knöpfe etwas mehr Feedback. Das finde ich nicht schlecht. Wir haben schon durch das Menübild durchgeschaut. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Trackpad dazu zu nehmen, dass man die Fahrmodi hat, also Rain, Street und Sport. Und so wie dann hat man auch die Traktionskontrolle freigeschaltet. Und kann das Ganze natürlich dann auch über den Bordcomputer ein- und ausschalten. Dieses Trackpaket würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Meiner Meinung nach rentiert sich das wirklich. Das heißt, da kann man problemlos weite Strecken ohne weiteres irgendwie bewältigen. Der Sitz fühlt sich weicher an als auf der alten. Langstreckentauglichkeit auf jeden Fall. Der Schalthebel sollte auf jeden Fall etwas runtergestellt werden, der ist standardmäßig zu hoch oben, man muss direkt den Fuß anheben, aber das kann man ja leicht beheben. Der Bremshebel ist auch etwas höher, aber ich finde, das ist nicht weiter tragisch, wenn man den Fuß sowieso nicht wirklich auf die Bremse halten soll und dann tut man einfach den Fuß etwas heben. Also ich finde, das nicht so schlimm, ich würde es bei meiner 96 auch so lassen. Ich will gar nicht sagen, dass die 390 Duke dahingehend leichter zum Fahren ist, sie ist zwar kleiner. Aber ich denke gar nicht viel leichter zum Fahren. Also könnte man sogar vorstellen, dass das Teil in den ersten zwei Gänge, vielleicht sogar im dritten, Power Wheels macht. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Es fühlt sich so leicht an, das Teil. Ein Wahnsinn. Das glaubt man wirklich nicht.